Sehr geehrter Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, verehrte Gäste, viele von Ihnen kennen die Situation. Wenn es spät abends noch an der Tür klingelt und Pakete zugestellt werden, da fragt man sich automatisch, wie lange der Kurier wohl schon unterwegs ist und auch in Teilen, ob sein Lieferwagen überhaupt noch fahrtauglich ist. Denn die Paketbranche ist in weiten Teilen für ihre misslichen Arbeitsbedingungen bekannt. Und das betrifft vor allem die Masse von Subunternehmen. Hier besteht oft der Verdacht auf Scheinselbstständigkeit, fehlende Arbeitsgenehmigung oder fehlerhafte Arbeitszeitaufzeichnung, Missbrauch von Leih- oder Zeitarbeit oder gar auch Ladeverstöße. Und meine sehr verehrten Damen und Herren, daher fand auf Anregung von Karl-Josef Laumann im Februar diesen Jahres eine bundesweite Prüfung statt. Er ist Arbeitsminister von Nordrhein-Westfalen und Vorsitzender der CDA-Sozialausschüsse der CDU. Bei der Überprüfung der Finanzkontrolle Schwarzarbeit wurden über 12.000 Paketzusteller befragt. Das Ergebnis: In über 2.000 Fällen wurde der Mindestlohn nicht eingehalten oder es lag ein anderer Leistungsmissbrauch vor. Es gab diverse Strafverfahren, weil die Sozialversicherungsbeiträge nicht gezahlt wurden. Und deswegen hat auch unser Kollege, unser ehemaliger Kollege Laumann, eine Bundesratsinitiative angeregt. Die sogenannte Nachunternehmerhaftung soll auf die Paketbranche ausgeweitet werden. Gerade hat auch der Koalitionsausschuss einen solchen Gesetzesentwurf beschlossen, um eine bessere soziale Absicherung der Paketboten zu erzielen. Was versteht man genau unter Nachunternehmerhaftung? Diese regelt die gesamtschuldnerische Haftung eines Hauptunternehmers, wenn dessen Subunternehmen arbeitsrechtliche Vorschriften verstoßen. Die Regelung stammt aus dem Arbeitnehmerüberlassungsgesetz. Wir haben sie 2002 bereits auf das Baugewerbe und 2017 auf die Fleischbranche übertragen, weil diese ja am stärksten an Schwarzarbeit betroffen waren. Meine Damen und Herren, insbesondere die Paketbranche, die wächst ja jedes Jahr kontinuierlich aufgrund des Onlinehandels. Und dieser Trend, der wird sich auch in den nächsten Jahren noch weiter verstärken. In 2018 wurden bereits über 3,6 Milliarden Pakete ausgeliefert. Und es wird erwartet, dass im Jahr 2021 eine Steigerung auf 4 Milliarden Pakete prognostiziert wird. Wir als Union, wir wollen verhindern, dass mit dem Wachstum auch die Verschleierung von Rechtsverstößen weiter zunimmt. Und das betrifft vor allem die Subunternehmerketten. Auch der Bundesverband, der Kurier Express und Postdienste und sehr wohl auch die Firma Hermes haben sich bereits für eine Ausdehnung der Nachunternehmerhaftung ausgesprochen. Und wie funktioniert das Ganze in der Praxis? Die Rentenversicherungen der Länder kontrollieren die konkrete Abführung der Sozialversicherungsbeiträge. Und bei säumigen Beiträgen sind die Krankenkassen dann zuständig, diese auch entsprechend einzufordern. Hier sind aber ausschließlich die Hauptunternehmen bekannt, also nicht die Subunternehmen. Die großen Paketdienste wie DHL, DPD, UPS, GLS und Hermes haften damit zukünftig für ihre beauftragten Subunternehmen. Diese Haftung kann aber entfallen, das ist, denke ich, wichtig, auch gerade mit Blick auf die FDP, wenn das Gewerbeamt eine Unbedenklichkeitsbestätigung für die Subunternehmen ausstellt. Voraussetzung dafür ist eine gewerbliche Eignungsprüfung, bei der Fachkunde, Zuverlässigkeit und auch die Leistungsfähigkeit nachgewiesen werden. Meine Damen und Herren, der Gesetzentwurf des Bundesarbeitsministeriums, der ja nun ressortintern abgestimmt wird, ist ein deutliches Signal. Die Zustellbranche muss dem Image von Ausbeutung und Sozialmissbrauch schlichtweg entgegenwirken. Das ist aber nur möglich, wenn sich alle Beteiligten an einen runden Tisch setzen. Daher brauchen wir für die Paketbranche einen tiefgreifenden Kulturwandel. Meine Damen und Herren, dabei müssen wir schon die weiteren Entwicklungen im Blick haben. Der Versandriese Amazon baut seine Logistiksparte erheblich aus. In den USA wurden im April 20.000 Sprinter für einen eigenen Zustelldienst bestellt und die Verteilung soll per Leasing über Kleinunternehmer erfolgen. Auch in Deutschland wurden ja bereits einige Verteilzentren gebaut und sie fahren auch mit einer eigenen Fahrzeugflotte. An den Standorten Bochum und Düsseldorf stehen schon 100 Transporter bereit, wobei auch hier die Zustellung über Subunternehmen erfolgt. Meine Damen und Herren, auch für diese Geschäftsmodelle wird zukünftig dieses neue Gesetz greifen. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank, Herr Kollege. Ich schließe die Aussprache zu diesem Tagesordnungspunkt.